Nach dem Trainingslager in Nerz-Schabs ist vor den ersten Testspielen bei uns hier in der Region. Die finden an diesem Wochenende statt und starten wollen wir mit unserem allerersten öffentlichen Training der Saison. Und da nehmen wir euch jetzt mal mit. Ich freue mich natürlich riesig auf die neue Saison. Wir haben bisher gute Transfers getätigt und ich bin gespannt, was die neuen Transfers und jungen Talente bringen. Ich freue mich riesig. Zweites Jahr Bundesliga. Erstes Jahr war gigantisch. Jetzt wird es halt, sage ich mal, einen Umbruch geben in der Mannschaft. Sehr bekannt. Leistungsträger sind weg. 30 von 50 Toren sind weg. Und das muss man jetzt halt ausgleichen. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass es klappen wird, weil bisher hat es immer geklappt. Ich bin voll dabei, bin voll heiß. Freue mich auf jedes erste Heimspiel. Freue mich auf alle Heimspiele. Freue mich auf die neuen Gesichter. Freue mich, was die ganze Mannschaft zustande bringt und auf ein neues Jahr Bundesliga. Vorfreude ist auf jeden Fall sehr groß, vor allem auch auf den ersten Bundesligaspieltag dann in Pauli. Es werden gerade schon nach Hotels und so weiter geschaut, Flüge gebucht, vermutlich auch dann für generell die ersten Spiele, die wir dann diese Saison machen. Und ja, die Vorfreude ist auf jeden Fall ganz weit oben. Die machen gute Torschüsse und so. Ja, Müller hält auch gut den Kasten dicht. Und die haben auch gut eingekauft, so wie Lukas Kerber und so Hornsack. Und ja, so soll es weitergehen. Und wie eben schon gesagt, finden an diesem Wochenende ja auch zwei Testspiele statt. Das erste am Samstag in Schwäbisch Hall. Und die Highlights von diesem Tag wollen wir euch jetzt natürlich auch zeigen. Ich denke, wir haben auf jeden Fall noch Potenzial nach oben in vielen Bereichen. Klar, viele Positionen in der Offensive sind gerade auch neu. Es war halt auch gar nicht so einfach, heute auf dem Untergrund immer gut zu spielen. Aber wir haben natürlich schon den Anspruch, dass wir es auch besser machen. Hätten einige Tore noch mehr machen sollen am Ende, dass wir dann auch zu Null spielen, klar. Aber wie gesagt, es ist in der Vorbereitung auch mal so, dass mal so Spiele dabei sind. Da geht es jetzt einfach dran anzusetzen in den nächsten Wochen, dass das wieder besser wird. Wir sind dankbar Ihnen vom FC Heidenheim, dass er kommt. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Es ist sehr angenehm, mit euch zu arbeiten. Ihr seid wirklich bodenständig, nahbar und sehr kooperativ. Ich habe auch andere Erfahrungen, wo es ein bisschen kompliziert ist. Also danke dafür. Tolle Geschichte und gerne wieder. War eine gute Atmosphäre und das gehört für uns einfach dazu, dann auch in der Vorbereitung, weil während der Saison geht es im Prinzip nicht, sich auch nahbar zu zeigen, auch zu den Fans zu gehen. Das gehört für mich dazu und ja, ein schönes Spiel zu zeigen, auch ein paar schöne Tore. Das ist uns heute gelungen mit den Toren. Insgesamt, wie gesagt, haben wir auch gestern schon gesehen, dass das Interesse groß ist und ja, das haben wir uns, glaube ich, über die letzten Jahre auch erarbeitet.
So endet also ein fußballerisch erfolgreiches Wochenende für unsere Mannschaft. Erst das öffentliche Training, dann der 3:1-Sieg in Schwäbisch Hall und heute das 10:0 in Esslingen. So darf es gerne weitergehen in der Vorbereitung und von uns hört ihr dann das nächste Mal am Ende dieser Woche.